Hey, ich bin Timo. Willkommen zum Review einer Shippie-Legende. Das hier ist Nautica Voyage. Wie du den findest, gerne mal in die Kommentare schreiben. Für alle, die ihn gar nicht kennen oder mittlerweile schon wieder vergessen haben, hier ein Review dazu. Also, legen wir los. Hier seht ihr den Flakon. Hier seht ihr meinen selbst gekauften 100ml Flakon. Der ist sehr schlicht gehalten. Liegt aber gut und ergonomisch in der Hand, so kann ich das mal sagen. Unten habt ihr einen kleinen Sticker drauf, da steht drauf, dass das Ganze ein EDT ist. Und die Größe hier 100ml. Das Ganze übrigens so für einen 20, richtiger Top-Preis. Ja, die Cap ist aus Plastik, nicht jetzt wirklich dolle. Oben habt ihr nochmal Nautica Voyage draufstehen. Ja, und der Sprüher ist okay. Für das Geld, das ist okay. Aber ihr wisst, was ist wichtiger, der Duft selbst, kümmern wir uns drum. Nautica Voyage ist ein frischer, unkomplizierter Duft. Suchst du einen Freshie ohne Schnickschnack und das für wenig Geld, dann kannst du hiermit schon richtig gut aufgestellt sein. Das hier ist ein frischer, ich sag mal, floraler, aquatischer Duft. Fruchtig, grün. Das ist ein Parfum, das hat einfach diese Ich-bin-frisch-geduscht-Vibes. Was haben wir hier genau drin? Wir haben hier einen Apfel, der sorgt für was Fruchtiges hier drin. Dann haben wir ja grüne Noten mit dabei und diese Frische und dieses Grüne, ja, wie sage ich das ganz vorsichtig, ohne dass du es falsch verstehst, das sorgt für so knackige, etwas, ich nenne das mal saftig, frische, gurkige Vibes. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Das, ja, aber wenn du es einmal im Kopf hast, so, ja, so ein wenig schon. Aber mich stört es überhaupt nicht. Ja, ich fühle es, aber ich finde es echt überhaupt nicht schlimm, dass hier gurkige Vibes etwas mit drin sind. Dann sorgt Lotus für dieses blumig-aquatische hier drin. Es wirkt sehr sauber, rein, floral, sowie sauberes, warmes Meerwasser. Vielleicht kann ich das auch so beschreiben. Ein recht linearer Duft. Wir haben hier auch Moschus mit dabei. Im Drydown kommt vielleicht noch so ein bisschen so amber-holzige Wärme mit hinein, aber auch nur im Mühbereich. Ein Parfum, ich sag mal, es riecht generell, als ob du so einen fruchtigen grünen Apfel nimmst und packst das auf Lotusblätter und das Ganze legst du in so warmes Wasser. Ja, so ungefähr riecht das sehr, auch das nicht falsch verstehen, wässrig, aber viel, ja, es riecht einfach erfrischend wässrig. Vielleicht kann man das auch so verstehen, dass ich das jetzt nicht böse meine. Ein unkomplizierter, frischer Duft, das ist der wirklich durch und durch. Der wurde von Jeremy ja gepusht, nein, er wird immer noch sehr gepusht von ihm, ja. Anfangs war ich nicht so der Fan davon, das stimmt, weil ich habe immer nach dem nächstgrößten, krassen Duft für mich gesucht und kurz gerochen so, ja, ist ja viel zu einfach, komm, weg, den nächsten. Aber manchmal möchtest du einfach einen sehr unkomplizierten Duft raufsprühen, fürs Gym, einfach mal eben kurz irgendwo hin. Du möchtest auch nicht so viel Geld ausgeben für einen Freshie, der unkompliziert sein soll. Ja, dann ist der schon gut, da hat Jeremy recht, ja. Die Einsetzbarkeit, die ist vor allem im Sommer bzw. auch im Frühling richtig gut. Fürs Gym finde ich den hier absolut angebracht, auch für die Schule. Den kannst du tragen, wenn du jünger bist, wenn du älter bist. Na klar, kannst du den auch im Winter tragen. Da würde ich ihn jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt sehen, aber kannst du auch machen. Frische Düfte gehen, vor allem frische Düfte gehen wirklich immer und überall. Schule, von mir ist auch noch im Büro. Warum denn nicht? Einfach frisch, unkompliziert riechen. Das geht hiermit. Ja, also Nautica Voyage ist einfach auch in der Einsetzbarkeit sehr unkompliziert. Also ja, man kann sagen, ein frischer Allrounder. Die Haltbarkeit. Ist Nautica Voyage ein richtiger Beast Mode König? Nein, das ist er überhaupt nicht. Die Sillage in den ersten 1-2 Stunden richtig, richtig top. Da kann ich mich nicht beschweren. Die Haltbarkeit, so 6 Stunden, da sehe ich ihn. Ja, 7, da wird es schon langsam schwer, so nach 6,5. Also 6 solide Stunden kriege ich hin. Die Sillage in den ersten 1-2 Stunden auch richtig top. Wenn du den hier im Gym nimmst, da reicht das natürlich wirklich wunderbar. Was willst du auch viel Geld ausgeben für einen Gym-Parfum? Der willst du einfach frisch vielleicht noch riechen und unkompliziert. Ja, da passt der hier wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gesagt habe, dass der hier unkompliziert ist. Aber naja, das hier ist ein Parfum, was jetzt nicht die allerkrasseste Haltbarkeit hat. Das will ich dir damit sagen. Aber es gibt Anlässe, da passt das. Vielleicht auch in der Schule, auch da passt das super. Ja, Haltbarkeit ist echt nur okay.
Es könnte natürlich besser sein, aber wir zahlen hier gerade mal 20 Euro. Von daher, naja, könnte besser sein, aber es ist noch so okay. Mein Fazit zu Nautica Voyage. Das hier ist ein sehr einfacher, frischer Duft für sehr wenig Geld mit einer okay Haltbarkeit von so 6 Stunden. Ich empfehle ihn dir trotzdem sehr gerne noch. Wenn du ins Gym gehst, vielleicht zur Schule, vielleicht zur Arbeit, auch wenn das da vielleicht eher nur ein Halbtags-Performer ist, da passt der richtig gut. Wenn es Sommer ist, da kann man den einfach richtig nice tragen. Ja, also wirklich. Der riecht einfach sauber, frisch aus der Dusche. Wenn dir sowas gefällt, dann kannst du den sehr gerne mal checken. Ja, der ist natürlich auch ein bisschen synthetisch. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, der Apfel, der riecht ja richtig realistisch. Nein, du hast hier was Synthetisches drin, aber das muss nicht immer etwas Schlimmes sein. Und ich glaube auch nicht, dass draußen jemand sagt, warte mal, komm mal hier hinterher, ich rieche hier immer sowas Synthetisches. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn jemand an dir vorbeigeht, der wird einfach so eine frische Brise, also frisch geduscht, Vibes in seine Nase bekommen und es ist richtig nice. Von daher, ja, kann ich dir sehr empfehlen, auch wenn die Haltbarkeit nicht so super krass ist, aber denke oder bedenke vielmehr, es gibt auch Szenarien, wo du einen Duft tragen kannst, wo man jetzt nicht die krasse Haltbarkeit braucht. Von daher, ja, kann ich empfehlen für, ja, eher etwas kürzere Einsätze, wo du einfach frisch geduscht riechen möchtest. Wie findest du ihn? Gerne mal in die Kommentare schreiben und ich sage, gerne diesen Kanal folgen, falls du noch nicht getan hast. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Nautica Voyage Fan. Was schon? Ja, doch, muss ich irgendwie sagen. Früher war ich nicht so angetan, aber als ich den letzten Mal wieder gecheckt hatte, auf der Haut, so richtig mal einen Tag getragen, der ist schon richtig gut. Der ist schon richtig gut und das für kleines Geld. Also, bis zum nächsten Video. Bye.